Hallo Leute und willkommen zurück zur Asylum Challenge. Julie putzt jetzt gerade die Dusche. Mein Gott, seid ihr hier laut am Rumquatschen? Carlo wieder, ne? Ja, ja, der Carlo wieder. Das Radio mache ich aus, wenn ihr eh nicht zuhört. Und ich habe gerade die Ritterrüstung hier verkauft. Ich habe das jetzt immer öfter in den Kommentaren gelesen, dass ihr geschrieben habt, ja komm, mach das doch ruhig. Und das habe ich getan. Ich hatte dann insgesamt 33.000 Simoleons. Das wäre so schön gewesen. Aber ihr seht es hier unten. Ich habe es wieder auf den aktuellen, auf den richtigen Kontostand zurückgesetzt, natürlich. So, Julie ist da nach wie vor mit der Dusche beschäftigt. Ihr geht es aber soweit gut, abgesehen davon, dass sie angespannt ist. Und ich bin dafür, dass wir jetzt zur Inspiration streichen, Ständchen bringen. Können wir dem Carlo mal ein Ständchen bringen? Das finde ich voll supi. Wir brauchen ja nach wie vor noch Level 8, um dann endlich mal die Lieder schreiben zu können. Was hast du gemacht, Julie? Du hast es ins Inventar gepackt? Das ist okay, Ständchen bringen. Ja, ich glaube, das sieht nicht so aus, als würde der Carlo hoch, als würde der Carlo hier hinkommen, oder? Konzert, neuen Besitzbewohner. Ah, doch, kommt er. Moment, ich probiere es jetzt nochmal. Ständchen bringen. Aber er geht wahrscheinlich erstmal zur Toilette, oder? Naja, auf jeden Fall muss er. Nee, Julie macht es irgendwie nicht. Oder jetzt? Nee, ich glaube, er geht erst zur Toilette. Okay, ich würde aber jetzt gerne trotzdem spielen. Dann würde ich sagen, Lied spielen. Romantisch. Oh, romantisch ist neu. Dann spielen wir mal Heimatmelodie. Schauen, was das so ist. So, wie geht es allen anderen? Shiva, du warst immer noch nicht duschen. Luna hört wieder zu. Ach, wie schön. Shiva ist echt die Einzige, die noch nicht duschen war, ne? Helga, du hast hier zig Bücher rumliegen. Was ist los mit dir? Ach ja, das klingt ja ganz gut. Da bin ich mal gespannt, ob die Shiva überhaupt noch duschen geht. Ellie, was machst du da hinten? Stehst auch einfach nur rum. Carlo schleppt sich jetzt total müde. Huch, schleppt sich jetzt total müde ins Bett oder aber aufs Sofa. Ist auch in Ordnung, dann schlaft er mal ein bisschen, Carlo. Da müssten wir rein theoretisch noch säubern. Ich habe die Hoffnung, dass irgendjemand anders das noch tut. Und wir können ja direkt mal schauen. Kann man hier noch was machen? Hier könnten wir jäten. Okay, das machen wir dann gleich eventuell noch, damit es hier den Pflanzen auch einigermaßen gut geht. Luna, machst du irgendwas oder stehst du nur so rum? Das Radio ist schon wieder an. Carlo, huch, das warst du. Das habe ich doch genau gesehen. Pass auf, Julie. Jäte mal eben die Pflanzen hier. Oh, Helga, was ist mit dir? Jetzt kommt er auch hier hin. Vielleicht sollten wir es nochmal mit ihm versuchen zu flirten. Ich bin ja immer noch für ein Techtelmechtel. Und da fällt mir ein, ich wollte das mit den Betten ändern. Stimmt, das wollte ich noch machen. Vielleicht mache ich das gleich. Lass Julie jetzt erstmal hier schön die Gartenarbeit machen. Schön ein bisschen jäten. Ach, das war's schon. Hey, Luna. Hey. Gruppe Chaos WG, fesselnde Geschichte erzählen. Was ist... Hä? Was hat sie denn da jetzt zu meckern? Ich wollte gerade voll nett mit ihr reden. Aber das ist die erste, die mal hier nach draußen geht, ne? Ich habe es in der letzten Folge noch gesagt, dass ich das Gefühl habe, die kommen hier alle nicht nach draußen. Carlo, du schläfst. Wie kannst du das Radio anschalten? Und wo ist Julie jetzt bitte hin? Ach, sie sitzt da jetzt mit Ellie rum. Hallo, Ellie. Tag verschönern. Ja, Luna beschwert sich wieder. Sag mal, Julie, warum machst du nicht, was ich dir sage? Hier, über Interessen reden könnt ihr mal. Ästhetik beschreiben, Tag verschönern, einfach mal ein bisschen was machen. Von Herzen kommendes Kompliment. Wir sind jetzt schon so lange hier drin und so richtig gut befreundet ist eigentlich niemand. Das ist total schade. Gut, in den vorherigen Folgen war es auch immer echt schwierig, da ein bisschen was Soziales zu machen. Immerhin waren wir schwer beschäftigt, damit Geld zu verdienen. Aber das können wir jetzt nachholen. So, da ist schon wieder das Radio an. Gut, aber Luna hört Musik, dann passt das schon. So, mit dem Doppelbett. Da ist die Frage, wie machen wir das? Ich könnte einfach die beiden Betten entfernen. Also logischerweise muss ich ja dann zwei Betten entfernen. Das wären diese hier. Das wäre wirklich witzig für ein Techtelmechtel. Julie, was machst du jetzt? Tanzen. Dominik, dass du dich mit Carlo angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, okay, vielen Dank dafür. Ich weiß, dass Carlo ziemlich cool ist. So, ich müsste ja, wie gesagt, rein theoretisch zwei Betten entfernen, ist ja klar. Und dann eben das Doppelbett da hinstellen. Die Frage ist, das ist ja auch ein bisschen doof. Es ist gut für das Techtelmechtel. Wisst ihr was, ich mache das jetzt. Das ist gut für das Techtelmechtel. Blöd ist es aber, dass wir dann im Endeffekt
einen Schlafplatz weniger haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich platziere das erstmal im Inventar, anstatt das zu verkaufen. Weil die Sims ja nicht unbedingt zusammen im Bett schlafen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Können wir uns überhaupt ein großes leisten? Was ist damit? Energie 4, Energie 4. Okay, dann würde ich fast dazu tendieren. Wollen wir das in einer ganz trashigen Farbe, nämlich in Gelb? Das Problem ist, wo stellen wir das hin? Ich möchte ja auch ungern... ich möchte ja auch ungern eine Wand einreißen. Das passt hier überhaupt nicht. Mist. Mist. Es müssen ja beide hier reinkommen. Passt mal auf, wenn wir das erstmal dahin stellen. Dann funktioniert das trotzdem nicht. Manu, auch so nicht, ne? Wenn ich das mal so mache. Nee, das passt ja auch nicht. Ich müsste tatsächlich irgendwie da vorne die Wand einreißen. Oder? Passt mal auf, ich merke mir mal, dass wir jetzt 630 haben. Na, komm schon, nicht zum Löschen. Das hier so. 840, ja, wir waren aber bei 630. Rein theoretisch. Passt mal auf, wir machen das jetzt, damit da auch keiner denkt irgendwie, dass ich da schummel oder sonst was. Also, wir setzen es jetzt auf 630 zurück. So. Dann könnten wir das Bett... Können wir das... Oh, das passt nicht... Doch, das passt so. Das passt so. Jo, jetzt bin ich einfach mal aus dem Spiel geflogen. Das ist auch schon lange nicht mehr passiert. Hätte ich das mal offscreen gemacht... So, jetzt müsstet ihr auch eigentlich wieder was sehen. Entschuldigung. So, erstmal das hier oben weg. Ich überlege jetzt gerade wirklich, wie ich das hier am klügsten mache. Die müssen da ja beide reinkommen. Ach, im Inventar platzieren. Das auch nochmal im Inventar platzieren. Das passt nicht, Leute. Das passt nicht. Der Raum... So. So könnte es passen. Rein theoretisch. Jetzt haben wir da zwei Türen, die dahin führen. Na gut, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber es müsste eigentlich... Die Kommode können wir einfach mal da wieder hinstellen. Oder von mir aus hier so. Es müsste eigentlich passen. Es müssen an beiden Seiten Sims vorbeilaufen können und ins Bett gehen können. Ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert. Was machst du mit dem Tisch, Julie? Mit Freunden reden. Ach cool, plaudert sie hier mit Luna. Carlo? Carlo, ich möchte mir dich direkt schnappen. Romantik. Knuddeln. Ich möchte jetzt gerne den Carlo knuddeln. Hör auf damit, Julie, und knuddel den Carlo. Carlo ist konzentriert. Uhu. Uhu. So, knuddeln habt ihr sehr schön. Habt ihr beim letzten Mal schon hinbekommen. Das sollte jetzt kein Problem sein. So, Romantik. Anmachspruch. Wie er lacht. Oh, jetzt gehen wir aber voll ran, ne? Das ist schön. Oh, Julie ist kokett. Ach, wie geil. Wie geil, knuddeln, Anmachspruch, flirten, gestehen, sich angezogen zu fühlen. Was haben wir noch? Wange küssen? Schlüpfrige Frage. Sehr kokett, oh Leute. Oh Leute, sehr kokett. Julie, Wange küssen. Komm schon, bitte. Bitte. Ich glaube, sie macht es nicht, ne? Du sollst die Wange küssen. Romantik. Aufreizend, erst einen Kuss erlebt, was? Nein, okay, dann hauchen wir erstmal einen Kuss. Julie, du gehst noch nicht ins Bett. Ich möchte jetzt hier noch ein bisschen... Wie geil ist das? Und Carlo ist auch kokett, er geht voll drauf ein. Julie, was hast du da vor? Aufreizend posieren. Er will eigentlich einfach nur Schach spielen. Na, Carlo? Man hört gar nichts. Aber ihm gefällt es. Das ist gut, das freut mich sehr. Boah, wir machen hier gerade Carlo Creep an. Das hätte ich mir damals im Runaway Teen Challenge, also in der Challenge, niemals ausgemalt, dass jemals ein vernünftiger Charakter mit Carlo irgendwie was machen wird. Oh, wie geil, ey. Ihr seid ja super. So, Romantik, Händchen halten, bitten, Freund zu sein, einen Kuss hauchen. Erst einen Kuss erleben. Na, ich weiß noch nicht. Erst einen Kuss erleben? Wirklich jetzt? Wir können es probieren. Wir können es probieren, Leute. Oh Gott. Oh Gott, wir küssen Carlo Creep. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Leute, huch, huch, was passiert hier? Carlo und Julie, ja, haben beide ihren allerersten Kuss bekommen. Ihr seid auch beide total müde, ne?
Oh, Carlo, geh noch nicht ins Bett, bitte. Carlo, geh noch nicht ins Bett. Pass mal auf, wir können es ja direkt mal ausprobieren. Techtelmechtel mit Carlo. Ich weiß, ihr seid beide total müde. Carlo, wie wäre es? Komm schon, bitte. Bitte. Weißt du, gerade erst geküsst. Oh Gott. Gerade erst geküsst, zack, geht's ins Bett. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, ob es überhaupt funktioniert. Aber wie gesagt, das müsste es eigentlich. Oh Gott, Leute. Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Geht es? Leute. Leute, nein! Was passiert hier? Alter! Das gibt es nicht. Es tut mir leid, ich kann es nicht glauben, ey. Ich kann es echt nicht glauben. Das gibt's nicht. Julie und Carlo, mein Gott. Mein Gott. Naja, wenigstens können die beiden dann auch ganz normal zusammen im Bett schlafen, ne? Oh Gott. Und mit der Hygiene sieht schlecht aus. Oh nee, ey. Ich kann es wirklich gar nicht glauben, dass ich das gerade getan habe. Aber okay. So, ich hoffe, die anderen denken sich jetzt auch so, wenn hier schon zwei ein Techtelmechtel hatten, dann könnten wir ja auch mal. Aber ich glaube, was macht ihr? Mit Helga plaudern, weil er gerade das Herzchen war, dachte ich, dass ihr auch was Romantisches macht. Oh, Ellie, irgendwie tut Ellie mir ein bisschen leid. Denn in letzter Zeit, ich habe so das Gefühl, sie macht auch voll wenig, ne? Oder ich schaue immer in den falschen Momenten hin, wenn sie gerade echt nichts macht. Oh, wer ruft da an? Oh, Maike, komm bitte, bleib zu Hause. So, was macht Ellie jetzt? Nimmt sich ein Buch, okay. Oh Gott, Julie, ey. Ich kann es nicht glauben. Wirklich, also wer damals das Sims Let's Play mit Julie und Julia gesehen hat, der weiß, was Julie für eine ist. Und sie mit Carlo, oh mein Gott, das passt eigentlich überhaupt nicht. Aber lustig ist es trotzdem. So, allen anderen geht es hier einigermaßen gut. Der Grillkäse steht hier rum, den werde ich jetzt erstmal in den Kühlschrank befördern. Noch 3 Stunden haltbar. Okay, und dann hatten wir jetzt wirklich ein bisschen Romantik und müssen uns dann in nächster Zeit wieder auf ihre Geigenfähigkeit und auf ihre Bestreben konzentrieren. Sie stinkt total. Sie stinkt total. Aber damit hat Carlo natürlich nichts zu tun. Also ich meine, sie hat ja schon vorher gestunken. Ich lasse euch aber noch ein bisschen schlafen. Oh, Salvador, was für ein Arbeitstag. Du bist wieder zu Hause. Was macht Moppel da hinten? Moppel steht einfach rum, ist verspielt und dehnt sich. Helga war gerade in der Dusche. Hat Shiva jetzt eigentlich mal geduscht? Ja, ne? Ach, cool. Und Ellie spielt Schach. Ach, das ist schön. Oh, Helga hat sich mal wieder umgezogen. Auch fantastisch. Und Julie ist wach und sehr kokett. Pass mal auf, Julie, ich lass dich aber duschen. Oh, Moppel. Ja, ja. Ah, jetzt wird Moppel. Mann, wie doof. Okay, dann lassen wir Moppel erst duschen. Dann können wir mal schauen. Kannst du die hiervon noch in Welt platzieren? Nein. Nein, nicht in Welt platzieren. Boah, ich hasse diesen Kühlschrank-Bug, ne? Den habe ich auch irgendwie von Anfang an. Der Teller ist leer, Julie. Öffnen. Grillkäse-Sandwich essen. So ist das schon viel besser. Ja, Julie, komm, jetzt stell den Teller einfach irgendwo hin. Ach, Julie. Brechen wir das halt ab. Julie, jetzt nimm dir doch bitte was. Nimm dir doch bitte was. Ja, komm, stell den Teller einfach hin. Genau. Dann kannst du dir da was schnappen. Ich pack das mal weg. Und dann können wir in der Zwischenzeit, keine Ahnung, von mir aus ein bisschen mit Helga reden, damit wir nicht ganz so alleine sind beim Essen. Julie? Dass Salvador aber auch nicht wach wird, ne? Von der lauten Musik hier. Hallöchen, Helga, über Lieblingsband reden. Carlo schläft immer noch. Ich glaube, ich mach's jetzt doch mal aus. Diese Klamotten, ne, mit den blauen Socken. Ach, Helga.
Na, er ist ja ein wunderbarer Gesprächspartner. Tag verschönern. Und absurdes Gerücht, Beziehungstipps geben. Na, ich weiß ja nicht. Tiefgründige Unterhaltung. Huch. Na, ich weiß ja... Hallo? Ich verklick mich ständig. So, vielleicht mal was Lustiges? Jemanden parodieren? Ja, Julie, dir wird übel, ne? Ich weiß, du kannst auch gleich sofort in die Dusche, wenn Moppel da fertig ist und du aufgegessen hast. So, Luna pennt. Boah, Ellie spielt jetzt ganz schön lange Schach, ne? Und Shiva trainiert da echt ohne Ende. So, Moppel ist... Oh, Moppel ist fertig, das ist gut. Dann können wir direkt Julie danach in die Dusche schicken, wenn sie aufgefuttert hat. Das wird aber jetzt vermutlich noch ein kleines bisschen dauern, ne? Rennen hier alle wie wild durch. Oh, sehr glücklich. Ach, jetzt ist Ellie duschen. Ach, Menno, kommen wir hier heute überhaupt noch zu unserer Dusche? Das wäre schön, wenn Ellie sich jetzt ein bisschen beeilt. Passt auf, dann brechen wir das nochmal ab. Helga, mein Freund, tratschen. Oh, und vielleicht noch ein bisschen kennenlernen. Nein, nicht hier sitzen und plaudern. Oh, Julie ist fertig. Stell es bitte einfach nur hin. Du brauchst es nicht abwaschen und nix. Ach, da fällt mir... Leute, da fällt mir übrigens auch gerade was ein. Das haben auch mehrere von euch geschrieben. Und zwar geht es um den Mülleimer. Den konnte ich mir am Anfang nicht leisten, beziehungsweise wollte ihn. Julie, was tust du da jetzt? Dann hör auf. Nee. Nee, pass auf. Dann kannst du noch ein bisschen spielen. Lied spielen, romantisch, mein Schatzi. Kannst du für Carlo spielen. Der Mülleimer, da wollte ich definitiv nochmal nachschauen. Am Anfang, ich muss ja das Geld sparen für die Rechnung. Jetzt wäre der Mülleimer tatsächlich eine Option. Obwohl, ich überlege gerade, wir müssen bei dem Mülleimer, wir müssen da ja auch einiges bedenken, ne? Ich stelle da jetzt einfach mal die Frage in den Raum, denn ich selbst weiß es nicht. Die Sache bei dem Mülleimer ist die, der bringt ja immer Kohle, wenn da ein Sim etwas reinwirft. Das Problem ist, dass die Sims ja tatsächlich meistens abwaschen, so Julie, schnell. Oh, jetzt geht sie da erst Pipi machen. Ist ja unglaublich. Na, ärgerlich. Ich möchte jetzt hier mein... Ah, du gehst darum. Okay, das verschafft Ellie noch ein bisschen Zeit. Ich möchte jetzt hier gerne mein Mülleimer-Gespräch weiter ausführen. Ja, komm, Julie, geh rein. Oh, sehr schön. Sie ist drin. Das ist gut. Also, zum Mülleimer. Die Sache ist die, dass wir ja nur das Geld bekommen, wenn die Sims da tatsächlich etwas reinpacken. Die Sims spülen aber meist ihr Geschirr ab oder aber lassen es einfach stehen, so wie es hier der Fall ist, sodass ich das dann in den Mülleimer ziehe. So, wenn ich das in den Mülleimer ziehe, bekommen wir da das Geld für. Wenn die Sims aber gerade damit beschäftigt sind, das abzuwaschen, nehmen wir jetzt mal an, Shiva hätte einen Teller und würde zum Waschbecken gehen, um den abzuwaschen, dann darf ich selber das mit Shiva ja nicht abbrechen, weil dann steuere ich ja Shiva. Wisst ihr, wie ich meine? Dann darf ich mich nur noch auf die Teller verlassen, die hier so rumstehen. Das sind nicht wenige. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so eine... Hat da wieder einer hingepullert? Oh nein. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Entscheidung ist. Ich werde jetzt erstmal nachschauen, wie teuer dieses Ding überhaupt ist. So, wo haben wir denn Küche, Mülleimer? Den können wir uns sowieso noch nicht... Oh Gott, 1200. Gut, Leute, da ist gerade noch gar nicht dran zu denken. Dann lasse ich es erstmal. Aber ihr versteht hoffentlich meine Problematik, ne? Meistens waschen die Sims ab und dann bringt uns das kein Geld. Was macht ihr zwei? Shiva will wieder trainieren. Was ist mit ihr los? Echt krass. Luna will auch trainieren. Ja, schön. Also mich freut das ja, muss ich sagen. Julie, du kannst nach der Dusche das hier mal verkaufen, bitte. Und hier hört wieder niemand zu, auch wenn so schöne klassische Musik gespielt wird. Oh, Moppel muss auch zum Klo. So, und die Teller, beziehungsweise die Schüssel und den Teller, könnten wir dann, wenn wir jetzt den Mülleimer hätten, einfach so reinziehen, würden dafür Geld bekommen. Ja gut, ist vielleicht echt eine Investition, ne? Wenn wir da mal 1200 Simoleons übrig haben. Denn ich denke, dass nach wie vor die nächsten Rechnungen bald kommen werden. Und dann bin ich sehr gespannt, wie hoch die sind. So, Helga macht da weiter seine Übung. Du verkaufst jetzt erstmal das Gemälde, okay. Und da du auch sonst nichts anderes zu tun hast, bin ich dafür, dass du nochmal das wunderbare Lied im Kerzenschein spielst. Oh, Helga, mal ein großes Gemälde. Ja, schön. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Ja gut, jetzt lassen die das Geschirr die ganze Zeit stehen, ne?
Na egal. Also Mülleimer wird gekauft, wenn das Geld dafür da ist. Selbstsicher, selbstsicher. Carlo, du bist immer noch am Pennen. Steh doch mal langsam auf. Du hast Hunger. Ja, das hört sich schon alles ganz gut an, wirklich. Ja, Leute, ich bin froh, dass es jetzt hier ein bisschen mit allem vorangeht. Wir hatten ein Techtelmechtel, ich kann es kaum glauben. Und dann noch ausgerechnet mit Carlo in unserem wunderschönen gelben, aufblasbaren Luftmatratzenbett. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Warum ist da eine... Ach so, eine Krone, weil er der Gruppenanführer ist, okay? Ich dachte gerade schon, hast du dich jetzt hier zum König ernannt, oder was? Gut, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!